Okay, im nächsten Level. Dadurch, dass jetzt das letzte Level ja ein Deathmatch, also ein Deathmatch-Level war und das ja auch so im Levelname angezeigt wird, weiß ich gar nicht, ob das jetzt schon das letzte ist oder ob es noch einen HIP 3 M5 gibt. Aber das hier sieht gerade mir stark nach Endgegner aus, so viel Sachen, wie wir hier kriegen. Aber 90 Gegner haben wir, also wer weiß. Aber es sieht halt schon gerade stark nach letztem Level aus, ein bisschen. Warte mal, hier. Tschüss, Skorpion. Benutzen wir die Waffe doch mal ein bisschen, die ist cool. Okay, aber vielleicht wenn ein Shambler ist. Ist halt doof, warte mal, ist da oben was? Keine Ahnung. Na? Ah. Sehr schön. Okay, kommt man hier dann irgendwann wieder durch oder wie schaut das Ganze aus? Ich nehme mal an, dass wir auf jeden Fall erstmal hier hingehen, ja, ja. Okay, Roger. Und der drückt mir schon wieder gerne eine Granate in die Fresse. Die machen das tatsächlich sehr gerne. Naja, und der Shambler. Darf natürlich auf keiner Party fehlen, nicht wahr? Falsch gedacht. Der darf sehr gut, sehr wohl fehlen. Tatsächlich bin ich sogar dafür, dass man den generell auslädt. Den mag doch keiner. Der ruiniert doch nur die Stimmung. Ich meine, was zur Hölle? So, wir kommen auch theoretisch wieder zurück. Hier ist inzwischen ein Oger. Was der hier zu suchen hat, ich weiß es halt echt nicht. Wir haben viele, viele Raketen, viele Raketen. Warum war hier jetzt der Oger? Ich weiß es nicht. Okay, mal schauen, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Hier wahrscheinlich hin. Na, ist da hier was? Ah ja, nice. Ja, cool. Am besten mal um. Dinge, die man nicht wissen kann. Dinge, die einen dann töten. Okay, gut, da ist theoretisch... theoretisch der Pfeil und natürlich auch die Bodentextur. Hier, die das hier abgrenzt. Jetzt will ich aber mal was gucken. Wenn hier der Pfeil ist, heißt es, dass ich hier... Nee. Es heißt im Großen und Ganzen nur, man stirbt. Aua. Okay, mal schauen. Ja, das ist Open Elsewhere. Wir müssen hier also durch. Hey, sind die am Leben noch? Kann man die töten? Nee, kann man nicht, leider. Barrier has been opened. Ja, sehr schön. Aua, aua. Boah, Alter. Du kriegst Raketen. Und ihr kriegt auch Raketen. Ihr kriegt alle Raketen heute. Der ist voll der Raketenwerfer. Er möchte benutzt werden. Hat er mir versichert. Jetzt ist die Frage, kann man eigentlich in das Blut gehen, ohne dass man Schaden kriegt? Ja, kann man.
Wo würde man denn hier rauskommen zum Beispiel? Okay, nur hier. Aber ist hier vielleicht noch ein Secret? Wasser ist ein beliebter Ort für Secrets gewesen. Man hat hier tatsächlich mehrere Slipgates. Jetzt muss ich aber leider erst die hier wegmachen, bevor ich mich weiter umschauen kann im Wasser. Okay. Oh, verdammt, das wollte ich jetzt gar nicht. Das wollte ich jetzt absolut nicht. Ja, super. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ich denke, ich gehe einfach zurück. Und dann werde ich hier weiter Raketen reinballern, weil ich gerade echt viele davon habe und es ist richtig gut gegen diese Oger. Vor allem, da die ihre Granaten gerade von diesem Steg hier runterschießen die ganze Zeit. Das ist richtig toll. Außer der jetzt natürlich, aber egal. So, hier kann man dann auch reinspringen. Das ist tatsächlich sehr sozial, dass man das kann. Weil dann kann man, sehe ich, den Raketenwerfer eigentlich auch wieder relativ voll machen, wahrscheinlich. Ah ja. Wir räumen hier gut auf. Mit deiner guten Geschwindigkeit. Läuft echt sehr gut. Stores opened elsewhere. Ja, wahrscheinlich, wenn wir uns den Schlüssel holen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Oder? Nein. Nee, das hat... Hat das gerade was gemacht oder nicht? Da... Jedes Mal, wenn ich da drauf schieße, brummt's irgendwie. Keine Ahnung. Ich werde mich hier natürlich auch noch umschauen. Oh, ja krass. Das ist kein Secret gewesen, oder doch? Nee, ich hab das andere Secret. Das war ja, das Superleben. Das hatte ich aufgenommen. Das will ich fast gar nicht glauben. Das ist kein Secret gewesen. Ja, krass. Sachen gibt's. Viel Schrot für Munition. Okay. Dann Oger, du da oben. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, mal wieder mit der Schrotflinte beballert zu werden. Gut. Tatsächlich. Ja, krass. Oh, ja, cool. Das gefällt gut. Jetzt mal ganz kurz gucken. Dann könnten wir doch hier mal... Ich hoffe, das hat jetzt irgendwas gemacht, wo ich jetzt zu Gegnern komme. Ist das jetzt die Tür, welche geöffnet wurde? Nee, auch nicht. Der Quad Damage läuft aus, Leute. Ich brauche Gegner. Ach da, oh. Ich bin einfach mal so frech und lade. Es macht einfach zu viel Spaß, mit Quad Damage auf so Gegner zu ballern. Als dass ich das jetzt... Als dass ich darauf jetzt verzichten möchte. Oh ja, ein Schämbler, das ist gut. Mit ihnen abrechnen, solange ich den Quad Damage habe. Immer gut. So, jetzt will ich wissen, was hier unten ist. Ein Secret. Sehr schön. Sonst ist hier nichts, oder? Nee. Dann gehen wir hier mal durch. Okay, dann haben wir hier wieder zwei Orte.
Das hier sieht jetzt auch nicht so einladend aus, tatsächlich. Aber hier passiert gar nichts. Wundert mich. Was hat das zu bedeuten? Jetzt ist die Frage, ob das was macht. Das weiß ich jetzt nicht. Das dauert halt das mit bei der Granate ein bisschen mit dem Explodieren. Deswegen könnte ich hier mal kurz warten. Ach, ich gehe einfach. Es wird wahrscheinlich sowieso nichts machen. Und wenn es was macht, dann ja gut, habe ich halt Pech gehabt. Das dauert mir jetzt aber zu lange. Mit dem normalen Granatwerfer wäre es okay gewesen, dann hätte ich das kurz ausgetestet. So, wunderbar. Mann, einen vollen Raketenwerfer zu haben, ist tatsächlich eine ganz schön nette Sache. Muss man ja echt sagen. Aha. Ja, nice. Wunderbar. Verdammt. Egal. Ich habe ja gerade viel Leben. Würdest du mich bitte in Ruhe lassen? Hilfe, Polizei, ich werde gestalkt. Von einem Projektil. Aua. Warum ich das gemacht habe, ich weiß es nicht. Ich glaube, hier ist sogar mal die Schrotflinte gar nicht schlecht. Ja, ja. Schämbler tot, ich nicht. Gut. Gut ist es. Wie viele Secrets haben wir eigentlich schon? 4 von... Alter. In letzter Zeit gehe ich ab mit dem Secret suchen, aber nur in Quake. Könnte an der Tatsache liegen, dass man nicht theoretisch überall hinklicken kann. Und dann was aufgehen könnte. Ich meine, gut, man kann aber theoretisch überall hinschlagen. Es läuft auf selbe hinaus. Armagon awaits. Oh, also kriegen wir... Also ist das jetzt Endgegnerkampf oder... Ne, ist Levelende. Also nehme ich mal an, es kommt noch ein Level. Und wenn Armagon mich awaitet, könnte es vielleicht endlich ein Endgegnerkampf sein. Vielleicht endlich mal den Endgegnerkampf, den das Spiel verdient. Einen richtigen und kein Gimmick. Naja. Dann bin ich ja mal gespannt. Und ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao. Okay, Zeit für Secrets. Ich bin hier bei dieser Abkürzung. So, das eine Secret ist nicht so weit weg. Das andere dann wieder ein bisschen weiter, leider. Aber sieht man hier zum Beispiel schon diesen schönen Stein, der da rausguckt. Dann kann man sich hier hineinbegeben. Und, sich hypnotisieren lassen, wenn man möchte. Ob das klappt, ist fragwürdig. Hier kann man sich auf jeden Fall dann die Unverwundbarkeit holen. Dann gehen wir hier weiter. Wieder ganz zurück an den Anfang. Hier natürlich wieder vorsichtig sein. Das dauert jetzt natürlich ein ganz klein wenig. Der Anfang ist ja doch ein bisschen weiter weg hier in diesem Level. Hier vorsichtig sein, nicht da reinzufliegen. Und dann gehen wir in den Startraum, schießen alle Gesichter einmal an, haben einen Schalter, you found a secret area und natürlich eine richtig schön rote Rüstung. Damit hätten wir alle Secrets.